Hallo und herzlich willkommen in meiner Kartenwerkstatt. Ich bin die Andrian, bin unabhängige Stampin'-Up-Demonstratorin. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ihr seht hier schon, mit was ich heute werke. Und zwar sind es ganz einfache braune Briefumschläge. Also eigentlich, die sind ja nicht so besonders hübsch. Aber wir machen eine ganz, ganz hübsche Tüte draus heute. Was ganz schnell ist, wo man wirklich so einfache Briefumschläge benutzen kann. Das sind jetzt welche in die DIN A5 vom Format her reinpassen. Die nennen sich C5. DIN C5 sind 229 mm, das ich noch rauskriege. Im Endeffekt könnt ihr das mit jeder Größe von Briefumschlag machen. Und ich habe die Idee gesehen bei Instagram von Lily Pop Karimbos. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Und ich fand es eine richtig klasse Idee, einfach so Briefumschläge, ich sag mal nicht sagen, die Versandtaschen einfach aufzupimpen und da einfach tolle Tüten draus zu machen, die wirklich schnell gewerkelt sind. Und ich habe jetzt hier welche, die gehen hier an der kurzen Seite, haben die ihre Lasche. Ich habe jetzt hier welche, die sind mit so einem selbstklebenden Ding schon versehen. Die gibt es ja auch als nassklebend. Und ich habe hier auch welche, die sind an der langen Seite zum Aufmachen. Die gehen genauso. Da zeige ich euch auch ein Beispiel. Und das sind jetzt so ganz günstige vom Discounter. Und die Tüten, die ich gewerkelt habe, ich zeige es euch mal. Schaut mal, ich habe jetzt hier mit dem Stempelset Filigran Floral gearbeitet. Das ist dieses hier aus dem Jahreshauptkatalog. Dann habe ich natürlich verschiedene ausprobiert. Das ist jetzt in Memento in Schwarz gestempelt und hier einfach mit einem Schleifchen verschlossen. Ein paar Schmetterlinge und schon ist eine tolle Tüte fertig. Dann habe ich sie hier ein bisschen kleiner gemacht. Ihr seht es vom Maß her. Das ist einfach nur, weil es hier zweimal umgeschlagen ist. Ansonsten ist die Tüte gleich groß. Und hier habe ich gestempelt mit Zeitlos arrangiert, mit diesen schönen Blüten und Blättern hier unten. In Marineblau, einfach damit ihr ein bisschen Vergleich auch nochmal seht. Das ist eine neue Kordel mit so einem Silbergarn aus dem Jahreshauptkatalog auch. Und dann habe ich diesen querformatigen weißen Briefumschlag genommen. Da habe ich jetzt einfach nur Designerpapier drauf gemacht und zwei Etiketten und zwei Zweige hier noch. Und so ist auch eine tolle Geschenktüte fertig. Da zeige ich euch gleich einen Trick, dass das einfach noch ein bisschen schöner wird hier. Man muss natürlich dazu sagen, so Briefumschläge sind natürlich nicht, ich sag mal, Farbkarton. Das muss einem klar sein und auch die Stempel drauf, die gehen teilweise nicht so schön an, gerade wenn es so flächige Füllstempel sind. Also die sind ja jetzt relativ zart, so von dieser Outline hier, die gehen super. Aber wenn es jetzt zum Füllen geht, ich habe euch ausprobiert, Moment. Mit dem Stempelset Flaschenpost habe ich vorhin auch Stempel ausprobiert. Also man sieht natürlich an diesen flächigen Stempeln, es ist halt kein Farbkarton, kein grundweißer Farbkarton, wo es einen schönen Stempelabdruck gibt. Also das muss euch bewusst sein. Am besten sind Stempel, die einfach eine Outline haben sozusagen. Und ich habe hier noch eine Tüte gemacht mit den charmanten Gänseblümchen. Hier mit der großen Blüte. Ich habe es jetzt hier nur mit einer Büroklammer verschlossen, weil das hat ja diese selbstklebende Klebestreifen hier oben und dann kann man das auch so verschließen. Also einfach nur mal als Beispiel. Genau, also im Endeffekt ganz einfach gehalten. Und das ist, wie gesagt, die charmanten Gänseblümchen, mit denen werden wir heute auch arbeiten und noch ein bisschen andere Tüte machen vom Design her. Ja, und wie gesagt, von der Größe her könnt ihr das natürlich auch mit einem großen Briefumschlag machen. Sie sind schnell gewerkelt. Ich gebe euch jetzt hier ehrlicherweise keine Maße dazu. Denn ich orientiere mich jetzt hier so ein bisschen an dieser Boot. Also hier habe ich meine Deckelverschlusslasche sozusagen. Und hier orientiere ich mir hier an dieser Bodenlasche. Und ich habe schon festgestellt, also wie gesagt, das sind so ganz günstige vom Discounter. Die sind nicht alle gleich hoch. Also deswegen orientiert euch einfach mal an den an dem Umschlag, den ihr habt. Also ich lege mir das jetzt einfach so in Papierschneider rein und schaue mir hier in meiner Schneiderille, dass ich diese
diesen Rand von dieser Lasche hier direkt in der Mitte habe. Ich glaube, das seht ihr jetzt einfach ein bisschen schlecht hier im Bild, weil das einfach spiegelt. Aber ich zeige es euch gleich. Und da falze ich jetzt. Und da schaue ich mir, bei wie viel ich hier gefalzt habe. Also es sind jetzt 2,1 Zentimeter. Und dann habe ich meine Falz direkt hier schön drauf. Und die, wie gesagt, nehme ich jetzt hier auch. Ihr könntet jetzt natürlich auch diese, da ist ja an der Seite auch mal eine Lasche, auch noch nehmen. Die hat jetzt ein bisschen weniger. Die hat jetzt 1,8. Könntet ihr auch machen. Ich bleibe jetzt bei meinen 2,1 cm, weil im Endeffekt sieht man das eh nicht, ob jetzt da die Lasche ein bisschen weiter rüber geht oder nicht. So, und das mache ich jetzt an drei Seiten. Also links, rechts und an der Bodenlasche. Wenn ihr wollt, könnt ihr das auch von der Rückseite noch machen. Dann lässt sich das ein bisschen besser knicken und ihr müsst da nicht so arg, ich sag mal, rumruckeln an der Tüte, weil wie gesagt, sie ist natürlich, so ein Briefumschlag ist nicht so stabil, wie jetzt, wenn ihr eine Verpackung aus Farbkarton macht. So, und dann habe ich hier meine Falzlinie. Ich nehme jetzt diese Seite, auf der diese Lasche ist, das als meine Vorderseite, denn meine Klebelaschen verschwinden jetzt eh an der Seite. So, und da lege ich mir jetzt ein, ich habe mich entschieden für die charmanten Gänseblümchen und das sind ja Klarsichtstempel. Da brauche ich meine Stempel- und Perforiermatte. Ich nehme jetzt heute, also wie gesagt, diese Füllstempel, die haben nicht so einen satten Stempelabdruck auf diesem Papier natürlich. Ich nehme jetzt hier einfach diese Outlines. Und zwar bei meiner Beispieltüte hatte ich ja das große. Ich nehme jetzt das kleine Gänseblümchen und die Blütenmitte. Und dann gucke ich mal noch, ob ich mir die oder diese kleinere hier auch noch dazu stempel. Da schaue ich jetzt einfach mal, wie es mir gefällt. So, und damit ich mir hier nicht über die Seite rausstemple, lege ich mir jetzt einfach hier ein einfaches Schmierpapier her. Einfach da so auf meine Falzlinie. Und ich werde stempeln in Memento Schwarz. Also dunkle Farben sind natürlich da immer super. Und fange jetzt einfach gleich mal an mit dem kleinen Gänseblümchen und setze mir das hier einfach ein bisschen an den Rand. Ihr könnt da natürlich auch weiter reinstempeln oder noch auf der anderen Seite eins machen. So. Dann nehme ich mir jetzt die andere Blüte hier noch. Die stempel ich mir jetzt einfach dazwischen. Dann habe ich hier die kleinen Blütenmitte noch. Die passt auch hierher. Also ich finde, das sieht eher aus wie ein Sonnenhut als ein Gänseblümchen. Deswegen ist das Set wirklich schön vielseitig. Ich habe mir zuerst auch gedacht, ich brauche das Gänseblümchen-Set nicht unbedingt, weil ich schon so viele Blumensets habe, aber es ist wirklich richtig, richtig schön. Dann habe ich mir hier noch ein Blatt. Da seht ihr jetzt, das ist ein fülligerer Stempel. Und das sieht er, also es geht einfach auf diesem Papier ist der Stempelabdruck einfach nicht so schön. Aber das ist klar, irgendwo muss ja ein Unterschied sein, oder? So. Hier stempel ich mir jetzt einfach auch noch zwei Blätter her. Und ein Spruch darf auch nicht fehlen. Ich habe jetzt hier vielen Dank, du bist wundervoll. Das ist aus Filigran Floral, weil der ist einfach ein bisschen größer. Der hat mir jetzt hier besser gefallen. Einfach von der Abmessung her. So, und ich gehe jetzt hier einfach noch ein bisschen mit Farbe rein.
dass ihr einfach auch noch eine andere Idee habt. Ich nehme jetzt den Stampin' Write Marker in Tannengrün und zwar die Pinselspitze und mache mir da hier einfach noch ein paar Sprenkel drauf in Grün und ich bin gespannt, ob das jetzt schön rauskommt. Helle Farben sind auf dem Papier natürlich immer schwierig. Ja, man sieht's. Ich habe da einfach auch noch mal eine andere Idee. So, dann werde ich mir das Ganze nachfalzen. So, und zwar mache ich mir es jetzt so, dass ich mir das in beide Seiten falze, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich festgestellt habe, es geht dann einfach einfacher, die Tüte zu formen. Schaut, dass er hier vor allem hier herunten gut nachfalzt. Dann tut er euch nachher einfach einfacher oder leichter. So, ist besser gesagt. So. Da habe ich noch irgendwie eine Falte drin. Und die Bodenlasche genauso. Und dann habt ihr eigentlich das hier alles schon gefalzt. Und dann geht ihr einfach hier einmal rein in die Tüte. Macht euch diesen Boden auf. Ich hoffe, ich kann das jetzt gut zeigen hier in der Kamera. Macht euch den Boden auf. Und als allererstes müsst ihr jetzt diese Mittelfalz, die ja eigentlich hier der Rand von eurer Tüte ist, die muss nach innen jetzt natürlich. Und da jetzt einfach ein bisschen aufpassen, dass ihr euch die Tüte nicht zu arg verknüllt sozusagen. Und nachdem ihr das jetzt beidseits gefalzt habt, hier diese beiden Falzen, geht es jetzt wunderbar. Und es lässt sich hier gut zurückdrücken. Und auch hier schaut einfach, dass ihr diese Kanten hier gut formt. Und dann lässt sich das hier gut falzen. Und hier brauchen wir ja von der Bodenlasche dieses Dreieck sozusagen. Das müsst ihr jetzt einfach ein bisschen aufformen. Ihr könnt es auch oder ausformen. Ihr könnt auch den Papierfalter hier zur Hilfe nehmen, hier für diese Ecke noch, dass die einfach schön aussieht. Und ihr könnt die Tüte einfach jetzt auch hinstellen. Ich hoffe, ihr seht das jetzt so in der Kamera. Und könnt euch dieses Dreieck hier nochmal nachfalzen. Bei mir ist es jetzt so, dass von der Naht jetzt einfach hier diese, so eine Lasche noch hoch steht von dieser Klebelasche, die knicke ich mir jetzt einfach auch mit nach innen um. Das geht gut. Und das wird jetzt nachher dann so hergeklebt. Halt, dann muss ich es auf die andere Seite falzen. So. Seht ihr das? So hier. Und so mache ich es jetzt hier auf der drüberen auch. Ich gehe mir jetzt hier rein mit der Hand, schaue, dass ich mir diese mittlere einfach nach innen nehme. Schau, dass ich mir hier den Umschlag nicht zu arg verknüller. Und dann könnt ihr euch hier diese Ecke, dieses Dreieck hier ausfalzen. Und wie gesagt, ganz wichtig ist, diese beiden Ecken schön zu formen, dass es einfach ordentlich ausschaut. Hier diese Klebelasche nehme ich wieder nach hinten. Und ich nehme mir den Papierfalter, dass ich das einfach schön glatt machen kann. Und dann kann ich mir das jetzt eben so schön reinkleben. Am allerbesten geht es mit Abreißklebeband, habe ich festgestellt. Das ist am allereinfachsten und da mache ich mir einfach so zwei kleine Stücke ab und bringe mir die auf hier und auf der anderen Seite auch. Und dann könnt ihr hier diese Trägerfolie einfach abziehen. Und könnt es hier nach innen geben. Und dann stellt ihr einfach die Tüte am besten auf und geht mit der Hand rein. Und dann könnt ihr das gut festdrücken. Und dann habt ihr hier einfach eine schön geformte Ecke. Und hier schaut es auch sauber aus. So, und das mache ich jetzt an der anderen Seite auch. Alles, was übersteht, wird reingeschlagen. Knick mir das Ganze um, gehe mir von innen mit der Hand rein und drücke mir das Ganze fest. Und schon ist eure Tütenform fertig.
Und dann könnt ihr jetzt entweder, wie gesagt, das könnt ihr jetzt mit diesem Streifen einfach zukleben oder ihr könnt nochmal umschlagen. Je nachdem, was ihr reintun wollt. Ich mache das jetzt mal und schlage es einfach nochmal um. Ihr könnt es zukleben. Ihr könnt euch jetzt da zwei Löcher reinmachen und ein Band durchfädeln. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Das mache ich mal kurz. Und dazu zeichne ich mir jetzt einfach das hier so ein bisschen an. Ihr könnt das karierte Papier zu Hilfe nehmen oder ihr messt es ab. So, da mache ich jetzt Löcher rein. Da könnt ihr entweder den Aufhebhelfer nutzen mit dem Perforationswerkzeug oder ihr habt eine kleine Lochzange. Ich habe jetzt hier das locker gewebte Geschenkband in Celadon. Das gibt es leider nicht mehr, aber schaut einfach mal da in eurem Fundus, was ihr habt. Da habt ihr sicher irgendwas. So, und das ziehe ich mir jetzt einfach von hinten durch. Wenn die Tüte befüllt ist, geht es natürlich noch leichter. So, und mache mir hier vorne ein Schleifchen. Kürzt mir das noch ein bisschen ein und schon ist eure Geschenktüte fertig. Ihr könnt die jetzt natürlich noch weiter dekorieren. Ihr könnt dann natürlich auch einen Geschenkanhänger machen. Da bleibt der Fantasie ja mal wieder keine Grenzen. Ihr könnt da aber auch noch einfach ein paar Glitzis hermachen. Ich habe jetzt hier, hoppala, jetzt sind sie gleich runtergefallen, hier die selbstklebenden Paletten in Neutralfarben, weil ich finde, die passen zu diesen Tüten natürlich super mit dazu. Und ich nehme jetzt einfach mal hier die, ich weiß gar nicht, was das für eine Farbe sein soll. Also für mich sind die Metallfarben nicht neutral. Für mich ist es Gold, Kupfer, Braun und Silber. So. Und schaut mal, es wurde eine ganz tolle Geschenktüte fertig. Aus einem ganz einfachen, günstigen Briefumschlag. Und ich finde, da kann man doch toll einfach was verschenken. Dem Nachbarn vor die Türe stellen, was mitbringen. Oder wenn man was verliehen hat, mit einem kleinen Schoki da drin zurückgeben, wie auch immer. Da fällt euch ganz sicher was ein. Ja, und ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Ich gebe euch die verwendeten Materialien einfach unten in die Infobox noch mit rein. Und wenn ihr die tollen Produkte von Stampin' Up! Bestellen wollt, dann gerne über mich unter andreaskartenwerkstatt@gmail.com oder ihr könnt auch den Online-Shop nutzen unter https://andreasteiner1.stampinup.net. Und ich würde mich natürlich über einen Kommentar, einen Daumen hoch und ein Abo von euch freuen und sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, macht es gut, bleibt kreativ, tobt euch aus. Es macht wirklich viel Spaß und die kann man auch ganz toll, finde ich, als auf Vorrat basteln oder für Weihnachten schon mal in Produktion gehen. Das ist ja auch eine ganz, ganz tolle Idee. Also, ich wünsche euch was, macht es gut. Ich freue mich schon aufs nächste Video mit euch und bis bald. Ciao!